Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute mal ein bisschen auf dem Wasser mit dem guten Bruce. Sei gegrüßt. Hallöchen. Ich habe so ein Intro, der quatscht mich gerade voll. Ja, ja. Mit dem Rennen sicher? Und ich sage normalerweise nicht, dass du dir zu viele Sorgen machst. Aber diesmal schon. Alles ist bereit. Schöner Bootskin ist weg, was? In Vegas zeigen wir unser Können an neuen Schauplätzen. Welches Boot wärst du denn? Wir haben beide dasselbe. Ich habe noch kein anderes Boot. Ich finde es heftig, wie das bei Nacht hier aussieht gerade. Voll nice. Aber wir müssen es eingehen. Also was die anderen Fahrzeuge angeht, da habe ich immer eh noch das erste. Ich habe noch keine neuen gekauft. Ich habe mich auf Speed Race konzentriert. Okay, das heißt, das Auto, was du vorhin ganz am Anfang oder in der letzten Folge gezeigt hast, ist dein bestes gerade. Genau. Okay, let's go, baby. Du bist ein Sieger, ich weiß das. Jetzt beweise es. Was? Ja, das Nitro sieht schon geil. Ja, ja. Du willst das Rennen gewinnen, nicht die ersten 50 Meter. Also bei mir hat sie gesagt, du bist ein Sieger. Nee? Wer weiß die das denn? Ich hab gestern mit der geschlafen. Boah, leck! Oh, wir rennen nebeneinander, Alter. Hallo! Oh, no. Sorry. Ja, das sieht echt voll geil aus. So, ich bin Dritter, du bist hinter ja, mir. Ja, ich bin Vierter. Rechts ist, hast du eine Ranglicht. Ja, ja. Eine Ranglicht. Ich hab den Wasser ins Gesicht bekommen, ne? Ja, so ein bisschen. Stell dir mal vor, ist ja voll chillig mit dem Ding, das ist einfach gar nichts. Stell dir mal vor, es gäbe so eine interaktive, was auch immer, Konsole. Wo du so Wasser ins Gesicht spritzt, so wenn du hier rumfährst. So. Die ganze Zeit vor dem PC klitschen lasse. Ist ja auch super für den PC, so ein bisschen Wasser. Ja, Ricardo, verpisst. Ey! Sag mal abhauen hier, Ricardo. Geil, ich finde das ja auch krass, wie du das hier. Holy shit! What the? Okay, du zeigst allen deine Allerwertesten. Ein bisschen übertrieben, aber okay. Ich habe mal einen Dampf runtergesprungen. Ja, ich finde das auch krass, wenn du hinter einem fährst und so in die Welle von dem kommst, dann ist das voll schwierig das zu lenken. Das Kielwasser. Kielwasser. Krass. Ja, das ist voll kacke. Willst du viel spiel mit Kiel. Ey, warum werde ich denn jetzt überholt hier von jemandem? Was ist los? Der Ricardo, ja, der ist ein bisschen drauf. Ne? Ja, ich bin gerade Dritter. Ich fühle mich wieder so schlecht gerade, weil ich ein OP-Auto habe. Ich bombs den mal weg hier. Ey. Ja, jetzt kommt auch wieder einer von hinten, die Diana. Ja, die kann sowieso nichts mehr. Oh, ja. Diana kann was. Die haben mich auch geholt. Alter, hä? Warum da vorne ist das Ziel, so Bruder. Da vorne ist das Ziel. Der wird Erster. Hä? Leute, das macht so keinen Sinn. Ich versuche, ich gebe alles. Ich gebe alles. Komm. Schwierig gestellt, Alter. Ich bin noch Zweiter geworden, Alter. Keine Ahnung, Vierter. Scheiße, Alter. Hast du auf die Alte gestellt? Ach, niemals, ey. Die Alte hättest du mal platt machen sollen, wie sie sich geholt hat. Ja, platt. Ach, hätte ich knarren oder so eine Scheiße, Alter. Ja, hier geht ja halt. Oh, guck mal, trotzdem 13.000, Leute. Und Loot. Jo, die ballern mal gleich rein, oder? Die Motorboats. Aber sowas von, Alter. Oh, nice. Kein Risiko, keine Belohnung. So ist das mit Motorsport. Man muss sich entwickeln, um relevant zu bleiben. Und wenn das bedeutet, dass man neue Austragungsorte ausprobieren muss, von Downtown bis hinter die Mitte von nirgendwo, dann ist es das, was man tun sollte. Das haben wir geil gemacht, ne? Muss man echt sagen. Aber ich weiß, es ist ein Risiko. Es nutzt nichts, neue Fans. Der Animator hat einen tollen Job gemacht. Absolut, ey. Die Balance zu finden, das ist die Kunst. Nerdporn. Formel 1 Karre kannst du übrigens testfahren an einem anderen Platz. Boot tun, ne? Das machst du genauso wie beim Auto. Bist aber in deiner Garage, das Boot steht dann da auf dem Trailer. Okay. Hörst du eigentlich den Lüfter meines PCs? Nein. Es ist gut. So, Performance. Man muss aber immer so rauszoomen, ne? Ja. Gibt keinen Home-Button oder so. Gibt's bestimmt irgendwie, ich weiß noch nicht. Irgendwie. So, mein Boot ist ein bisschen schneller jetzt, glaube ich. Keine Ahnung. Wo ist denn mein Skin hin? Ah, hier kann ich auch mal die Farbe. Oh, dieses Champagner. Das ist dieses Grün, finde ich ja ganz geil. So, ey. Chrom. Oh, nice, Alter. Mal so eine giftgrüne Farbe drauf, ey. Giftgrün. Oh, matt ist aber auch geil, ey. Oh, fuck, matt ist auch geil. Das kostet wieder, ne? Eloxiert, Alter, wie geil. Ey, was machst du denn gerade? Farben. Aber es gibt nur die eine Oberfarbe sozusagen. Ach, hier gibt's noch verschiedene Farben. Also hier, macht uns so eine Scheiße. Gibt's ja, genau, beim Auto da war ich gerade eloxiert und so. Hat er nicht, what the fuck?
DC verwirrt mich jetzt. Ach, gibt's? Hä? Aber das war gestern noch nicht so. Alter, was? War jetzt aber nicht. Also ich habe mein Boot getunt. Mein Boot sieht schön aus. Boah, lecker. Ich brauche noch ein bisschen. Weil dann gucke ich mir die Farben auch noch an. Oh, Ukraine Police gibt's hier als Skin. Achso, bist du gerade bei den Top 100? Ja, genau. Ich habe so ein... Ich guck auch mal wieder durch. Es gibt zum Teil recht krasse Scheiße. Ja, die Top 100 waren gerade echt ganz geil. So. Das zweite hat mir echt gut gefallen mit diesen Waben. Ey. Und er kriegt dann die Kohle, ne, wenn ich seinen Skin kaufe. Ja, ich habe vorhin dein Geld bekommen. Ja, voll geil. Das heißt, wenn du Skins kreierst, kriegst du von anderen Spielern dann Kohle, wenn sie die kaufen. Ja, ein Overwatch-Skin. Das finde ich aber eine coole Idee, so. Ja. Das fördert das auch, dass die Leute ein bisschen kreativer sind. Ja. Jo, das war aber, glaube ich, bei Forza Horizon 3 war das genauso. Mein Boot ist ready. Mein Boot ist ready. Guck ich. Ah, mein ist auch ready. Alter, da ist eine Yacht hier, liegt, ey. So, I am coming to you. Heute um zu fahren. Du das? Ich bin auf dem, ob ich das bin. Auf jeden Fall sehe ich dann beim Punkt wieder hier. Irgendein anderer. Ah, da bist du. Hallo, bleib mal stehen. Ah, ist auch so grün, genau, metallic grün. Ja. Guck mal, die beiden. Ist genau derselbe Skin, oder nicht? Nee, ist ein anderer. Aber auch so Wabenmuster. Jo. Aber Style und Mart, Alter. Mein Helm, Alter. Finde ich aber auch cool, dass wir beide grün genommen haben. Ja, mein Helm ist geil. Helm, Alter. Ich habe aber noch Motorradhelm, das reicht schon. Okay, dann versuchen wir da drinnen nochmal, ne? Ja, lass mich mal schauen, wie kommen wir denn... Wir waren auf dem Lake, ne, da oben. Ja, bestimmt. Über dann Powerboat. Soll ich schwer machen oder normal? Wir machen normal, ne? No, normal. Das schwer schaffst du eh nicht. Wir haben noch nicht mal normal geschafft. Ich war Zweiter. Ja, das heißt aber nicht, dass du es geschafft hast. Ich war auf jeden Fall nicht Vierter oder was auch immer du warst. Ja, diese scheiß Diana, Alter. Loser. Hey, der Sportsgeist gehört zum Wesen menschlichen Strebens. Weißt du was? Du hast recht. Hello, it's me. Oh Gott, hab ich das jetzt wirklich gesagt? Party hinten auf. Oh. Was hat er gesagt? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Hätte gar nichts gesagt. Normalerweise sage ich, haben jetzt auch wieder mal wieder Tag so, oder ist hier mal bei Nacht? Ich glaube, das Rennen ist immer bei Nacht. Okay. Ja, überspringen die Scheiße. Alles ist bereit. Bis zum Rennen in Vegas zeigen wir unser... Rennen in Vegas? Was fahren die denn mit den Booten auf dem fucking Strip, oder? Nee, in der Wüste. So rollen. Ja. Alter, wie die einfach abgehen, Mann. Ich bin über den rüber gefahren. Boah, der Ralf. Naja, voll krass. Was hast du denn im Verteiler gekriegt? Du gehst ja drüber ab als ich hier gerade. Weiß ich nicht, ich hab mich auch drauf geachtet, weiß ich nicht. Ich glaube, Sprünge sind schlecht, Sprünge machen nicht langsam. Gut, das denke ich nämlich auch, Oleg. Aber da musste ich gerade drüber. Toll, die fahren aufeinander drauf gerade, what the fuck. Die Dana schon wieder vorne, die blöde hoch. Ja, die sind Diana. Alter, der rammt mich, was ist denn mit dem los? Soll die Dana mal rammen? Ja, mach mal. Danke. Bitte. Vielleicht habe ich schon erwähnt, du bist Erster. Ach nee, echt? So, Drogen, Alter. Wo also der Dana und Patrick, oder wie er heißt. Dana, das heißt, Dana, die heißt gar nicht Diana, Alter, die heißt nur Dana. Ah, Ricardo ist es so. Boah, leck. Tauchen. Ja, du kannst übrigens mit dem linken Stick, wenn du den nach hinten und nach vorne drückst, kannst du. Weiß Bescheid. Gut. Ich drück nur noch hinten. Ja, das sollte dich theoretisch schneller machen. Die Reibung. Ich wollte gar nicht über die Chance. Oh oh. War ich halt direkt über die zweite, ne? Mhm, Achtung, Ricardo kommt. Bleib rechts. Oh, so weit abgedrängt. Fuck. Nein, Ricardo, nein!
Mein Vater, gib Gas! Ich hab ihn so krass abgetragen. Komm, Bruce, du schaffst das! Gib Gas! Go! Oh, Alter. Oh, ey, ich hab Ricardo so hart abgedrängt, Mann. Ja, ich hab's gesehen, Alter. Oh, Mann, ey. Oh. Puh, was ein Grind, ey. Populär. Also, Neuling populär. Nee. Ja, geil. Haben wir hier eigentlich auch so einen Burnout mal mit dem Boot? Oh, hast du Alter. Loot bekommen? Ich hab kein Loot bekommen. Ich hab Loot bekommen. Ah, 5, da ist Loot. Ah, doch, da ist nicht Loot. Oh, die ist zum Arsch der Welt, ey. Oh, lol. Alter, nein, ich steck fest. Wirklich? Ah, nee, warte, jetzt. Lol, bewegt sich die so, wenn man dagegen fährt? Also, hier diese Schwimminsel. Wo bist du denn da? Da gerade nur so. Ja, da bin ich auch lang hinten. Aber man könnte theoretisch da drauf landen. Guck mal, ob das geht. Drauf landen kannst du sowieso. Kannst ja auch. Guck mal, ich kann ja auch den hier. Warte mal, stell dich mal. Nein, ich will mal da stehen. Ich will das selber hochspielen. Nee, pass auf. Ich will jetzt erstmal was anderes. Ah. Den nicht. Huah! Du! Pass mal, bleib mal hier stehen und ja, guck mal, okay. Dass du mich siehst. Wo bist du denn? Ah ja. Ja, ich sehe dich. Seh dich. Ja. Beobachte mich. Ich sehe dich, ja. Gut. Pass auf. Wohin soll ich nochmal gucken? Ich bin gerade im Menü. Mich. Mein Scherz. Jetzt sehe ich dich nicht mehr, ne? Jetzt bist du im Flugzeug. Ja. Ja, wow, das habe ich jetzt toll. Das hat mich jetzt so hart überrascht. Nee, ich finde das aber geil, wie du das einfach im on the fly kannst wechseln und so, ne? Ja, das habe ich. Ich habe auch schon viele Leute aus dem Himmel fallen sehen, weil sie zum Auto geworden sind. Ich werde gleich zum Boot. Bei dir. Ich werde jetzt erstmal ein Rennen auswählen. Blitzreise! Rennen auf dem Meer sind das gäb's real life, Alter. Überall, wo du schon warst, kannst du Blitzreise hin machen. Aber wenn du das wäre krass. Sie zu nutzen, das wäre voll geil. Und tragen dich zum Sieg. Ich habe mich jeden Tag zum McDonald's beamen. Echt? Zum McDonald's? Das war so klar, ey. Das war so klar. Ja, ja, schön drüber, Alter. Ja? Yeah! Fuck your start, Alter. What the fuck, Alter? Ich werde erstmal noch voll über die Insel. Oh, oh, er kommt. Oh. Keine Ahnung, wie ich das gesagt habe. Ich wollte euch in die Startaufstellung. Da habe ich voll durchgerast. Ich sehe ihn einfach nach vorne so. Ach, Dana ist schon wieder da, Alter. Das sind dieselben Typen. Ja, ich mach Ricardo platt und was Dana platt, okay? Warum bist du dann schneller, Alter? Drückst du aber die ganze Zeit A? Ja, so leicht mal so. Weil der Fuß wieder auflädt. Guck mal, hier weggefickt hier. Wen machst du platt? Ricardo. Also, klar, dann kümmere ich mich um die Lady. Ja, wo fahren die denn hin? Auf jeden Fall sind sie hinter mir. Ja. Wilson! Ist ich auch hinter dir. Die ersten weggehauen. Vicky. Rolf. Übrigens, das Geile ist auch bei den Rennen, siehst du oben links immer, wie viel Prozent du von der Strecke schon hast. Ja, ja, das ist auch eine coole Sache. Alter, warum sind denn die alle schneller? Doch! Hinterm Stein, Vorsicht. Wie hieß das Schiff, das vor der Küste mal so gestanden ist? Die Costa Cordalis, die steht da vorne. Oh, jetzt haben wir Meereswellen hier. Ja, das ist doch mal so ein Schiff vor der Küste in Italien oder so. Ach so. Weil das so nah am Land war. Das Ding steht genau hier. Also diese Meereswellen hier sind ein bisschen abgewichst, ey. Können wir nicht sicher, ob es so eine gute Idee ist, um nach hinten zu drücken hier. Ja, also die Wellen sind ein bisschen random gerade. Finde ich ja nicht so cool. Ich bin halt immer Siebter, Alter. Leck mich da am Arsch. Ich bin leider Dritter. Das war mit den Meereswellen gerade ein bisschen.
Ah, ich komme also, nicht mehr ran. Oder? Ja, erinnere mich, dass das viel einfacher war in der Alpha, Alter. Immerhin Zweiter geworden, ey. Fünfter bin ich geworden. Wo ist das Loot? Aber nicht, dass wir Loot kriegen, oder? Doch, das war nicht so. Geh mal kurz in unseren Shop und hau rein. Ich würde sagen, einbauen und zurückkommen. Ist nicht auch so. Doch, cool, du siehst so die Linie, die Wahnsinn, Mann. Dann vergleicht jemand mit der ganzen fucking Map. Ja, ist schon schön, dass das alles wirklich Welt ist, die man befahren kann. Ja, die Welt ist riesig. Auch schon bei The Crew 1. Außer Shit. Was hast du denn jetzt für ein Gesamtlevel, wenn du das... Warte kurz, ich mache mir gerade eine neue Lackierung drauf. Gott, voll Bock. So, Performance. Bin ich bei 112. Bin bei 111. Ja. Okidoki. Halten, fahren. Wir müssen mal dieselbe Rennen fahren, ja, ne? Ja, ja, das kriegen wir jetzt hin. Jetzt muss meine Garage raus. Bin ready. Jo. Muss nur mit dem Controller, wenn ich da hin zoome, dauert das mal ein bisschen. Jo, bin am Start. Auch. Du musst du hätte Socken mitnehmen. Ich habe jetzt einen Pinguin. Das ist ein Pinguin. Jetzt haben wir schon wieder fast die gleichen Farben. Echt? Nein, ich bin auch komisch, ich bin jetzt auch so rot-orange. Nein, ich bin rot-blau. Geiles Game so, ohne Scheiß. Das ist cool, ja. Geiles Game. Mann. Oh du, wir gehen aber schon mächtig mehr, Alter. Lass dich tragen, wie von einem reißenden Fluss in einem fucking Meer, oder was? Ich hab's nicht voll gesagt. Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich bin auch dabei. Ja, das ist scheiße. Oh, okay, ich bin weg. Voll vom Falschen. Ich fahr sogar rückwärts schon durch diese Dinger. Na gut, ich bin noch Vierter. Na, ich hol schon wieder auf. Alter, Ricardo, verpiss dich, Mann! Ja, Ricardo ist übrigens ein kleiner Funfact, ein Name von einer Schweizer Auktionsseite. Was? Ja. Anstein, wenn du so eine Scheiße hast, die du nicht mehr brauchst, kommst du doch versteigern. Product Placement. Produkt Placement. Nee, das hieß, glaube ich. Ja, Ricardos. So wird's, heißt, glaube ich, jetzt anders. Keine Ahnung. Das ist komplizierte Scheiße. Außerdem bist du da immer nur verarscht. Aus was und dann ist es voll am Arsch. Sehr gut. Ja, Mann. Ich bin übrigens Erster. Weiß. Hey. Du. Hey. Ah, oh, jetzt kommen die Scheißwellen. Stein. Holy shit. Ja, ich habe beinahe gegen gefahren. Wenn dieser Victor so schnell in diesem fucking... Der hat ein anderes Boot, der kleine Strich, ja. Voll am Schieb hier. Die Wellen hier sind für mich immer so ein bisschen rätselig hier, wirklich. Ja, also die Wellen sind echt ätzend. Nicht den Gas geben kann. Ja, du... Vor allen Dingen sind aus irgendeinem Grund die ganzen CPU-Boote viel schneller. Ich meine, die haben mich jetzt... Nein! Alter, Victor, geh doch deine Alter, Mama! Alter, Victor! Victor! Du Hure!
Alter. Der hat mich nur rausgedrängt von der Strecke. Ja, mich auch, Alter. Kurz vom Ziel, Alter. Ja, mich halt auch. Er hat mich um die Insel gedrängt. Dieser scheiß CPU, Alter. Alter. Was ist denn mit dem Wichser los? Double KO am Ende vom Ziel, ey. Wirklich. Von demselben scheiß CPU, Alter. Leute, ich würde sagen, halten für Neustart. Sehen wir uns aber beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zugucken. Victor, du Hurensohn. Und wünsche euch noch eine gute Zeit. Hoffe, ihr schaut am Montag wieder rein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Danke, Bruce, dass du dabei warst. Und jo, dann geht's wieder weiter mit Booten. Tschüss. Fuck Victor. Ja.